jetzt, ich habe gestern gesagt, okay, ich predige auch, ich habe mir auch ein paar Sachen überlegt und abends haben wir uns dann endlich erreicht und drüber gesprochen. Und es ging natürlich darum, das fortzusetzen, was Micha letzten Sonntag angesprochen hatte. Und ich weiß nicht, wer die Predigt inzwischen alles gehört hat, auch wenn ihr nicht da wart. Es ging um das gemeinsame Überwinden. Und Micha hat ein paar Sachen angesprochen, die mich auch persönlich sehr herausgefordert haben. Und ich hoffe, ich werde nicht so lange predigen wie letztes Mal heute, sondern ich möchte gerne ein bisschen Zeit lassen nachher, damit auch ihr vielleicht die eine oder andere Sache mitteilen könnt zu diesem Thema. Und wir werden das heute so machen, ich werde was sagen und dann feiern wir das Abendmahl zusammen. Und während wir das Abendmahl feiern, könnt auch ihr gerne ein paar Sachen beitragen und einfach ja, von euch erzählen. Das, was jetzt dann ihr nachher persönlich erzählen werdet, das werden wir nicht auf YouTube stellen, sondern wir machen beim Abendmahl dann einen Schnitt, damit es einfach hier auch ein, ja, wie soll ich sagen, damit es, ja, was hier gesagt wird, dann das muss auch dann nicht unbedingt nach draußen posaunt werden, wenn jetzt jemand einfach persönliche Dinge sagt. So, okay, haltet aneinander fest. Ihr seht hier einen Untertitel, Umkehr gelingt nur gemeinsam. Ich fange mal an mit 1. Korinther, Kapitel 1. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus, dass ihr durch ihn in allen Stücken reich gemacht seid, in allem Wort und in aller Erkenntnis. Denn die Predigt von Christus ist unter euch kräftig geworden, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe. Und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Der wird euch auch festmachen bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Ich ermahne euch aber, Brüder und Schwestern, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle mit einer Stimme redet und lasst keine Spaltungen unter euch sein, sondern haltet aneinander fest, in einem Sinn und in einer Meinung. Und ihr wisst, an wen dieser Brief geschrieben ist, das war die Korinther-Gemeinde und es gab wirklich eine Menge Probleme dort und krasse Missstände und Sünden. Ja, und immer wenn Sachen irgendwo nicht laufen, gibt es so bestimmte Muster. Ihr habt es jetzt letzte Woche wahrscheinlich gesehen, so Fußball-Weltmeisterschaft, Deutschland ist zum dritten Mal irgendwie so sang- und klanglos abgesoffen in der Vorrunde. Und was in der Welt normalerweise passiert, das ist dann eigentlich immer, läuft immer nach einem bestimmten Muster ab. Dann kommen immer Leute, die mit dem Finger zeigen und natürlich sofort den Schuldigen suchen und den Schuldigen auch sofort identifizieren wollen. Und man analysiert und dann gibt es die dann mit viel Beschuldigungen kommen und andere anklagen und am besten müssen dann noch ein paar Köpfe rollen. Und dann gibt es die anderen, die alles schönreden, so, ja, nee, wir sind eine gute Mannschaft und alles, ja, und es ist halt, ja, da ist vielleicht ein bisschen was schiefgelaufen und aber, na, und also ein gegenseitiges Schuldzuweisen und Frust und ja, das war ganz interessant. Und der Micha hat letzten Sonntag ein paar Sachen gesagt, wo es hauptsächlich um die Männer
ging. Und ich fand es gut. Ich fand es gut, mal so ein offenes Wort. Und gleichzeitig, wenn wir jetzt dann nachher auch mitteilen oder so, dann dachte ich mir, was ich nicht so gerne möchte, das ist, wenn jetzt so das Männerbashing angeht. Ne? Weil das haben wir in der Welt schon. Ne? In der Welt haben wir eine ganz starke Bewegung, wo, ja, wo alles abgeschoben wird auf die, was weiß ich, auf, ja, also ja, die Bewegung, die sich gegen die toxische Männlichkeit richtet und gegen die machtgierigen Männer, die keine Verantwortung, und, na, also da ist der Schuldige schon wieder ganz klar. Also das würde ich nicht so gern sehen, wenn in unserer Gemeinde so eine Kultur entsteht, na, wo man sich gegenseitig irgendwelche Dinge zuschiebt. Weil interessant ist, Paulus schreibt an die Korinther, obwohl alles drunter und drüber geht, dann ist der Anfang dieses Briefes ist total geprägt von Zuversicht, von Hoffnung, von Gnade, von Wohlwollen und vor allem, er sagt, hey, Gott wird euch festmachen. Also das ist ein bisschen hölzern übersetzt, aber Gott wird uns stärken, festigen. Und zwar, ja, bis ans Ende. Und ihr seht schon, ihr habt ja schon ein bisschen vorausgelesen, die große Frage ist halt, bist du wirklich bis zum Ende dabei? Das ist die große Frage, finde ich, weil wir befinden uns mit Gott sozusagen in einem Kurs und der Kurs ist aber nicht zu Ende, bevor er zu Ende ist. Also, und du kriegst den Stempel auch nur dann, wenn du wirklich bis zum Schluss drin bleibst. Und im Psalm 1, da steht ein interessanter Satz, die Frevler werden, die bestehen nicht im Gericht. Und die Sünder bestehen auch nicht in der Gemeinde der Gerechten. Jetzt kommt dir das vielleicht ein bisschen komisch vor, weil du sagst, hey, wir sind doch, wir alle sind Sünder. Und wer kann dann überhaupt noch gerettet werden. Wenn jeder, der eine Sünde begeht, aus der Gemeinde sofort rausfliegt, wer soll dann gerettet werden? Darum geht es natürlich nicht. Ich denke, die Sachen, die der Micha angesprochen hat, da geht es natürlich schon, er hat es öfter gesagt, hey, was ist, wenn wir 30 Jahre lang, 20, 30, was weiß ich, 35 Jahre lang in der Gemeinde sind und immer noch in den alten Mustern drin hängen. Und letztlich geht es um Umkehr. Und ich glaube, Umkehr ist die Frucht, die wir als Gemeinde bringen können. Vor 20 Jahren, wenn wir über Früchte und über Frucht in der Gemeinde geredet haben, dann ging es sehr viel um Zahlen von neu bekehrten Menschen, wie viele Menschen können wir bringen. Aber interessant ist, der Johannes der Täufer, der sagt, hey, bringt Früchte der Umkehr. Und ich glaube, dass das ist, worauf ich mich heute konzentrieren will und was auch dem Roman sehr wichtig war. Der wollte heute sehr viel über Umkehr sprechen. Ich habe jetzt das versucht, ein bisschen zu verbinden. Schaut mal hier, Markus 13, Vers 13, da steht, wer bis an das Ende beharrt, der wird selig werden. Und das passt letztlich zu dem, was im ersten Korintherbrief steht. Jesus Christus wird uns festmachen bis ans Ende. Es geht darum, durchzuhalten. Er sagt auch, ja, da muss ich jetzt nachher nochmal drauf zurückkommen, wir sollen aneinander festhalten. Jetzt dachte ich, okay, ich habe mir das so vorgestellt, okay, was ist, wenn man aneinander festhält? Da passieren mehrere Dinge. Wenn du aneinander festhältst, dann bist du zusammen.
dann bist du eine Einheit. Wenn du aneinander festhältst, dann bist du dir auch nahe gegenseitig. Und aneinander festhalten bedeutet auch, dass das so bleiben soll. Das ist nicht für eine kurze Zeit oder was weiß ich, sondern es soll wirklich so bleiben. Wenn du was zusammenklebst, dann möchtest du, dass es wirklich auch so bleibt und nicht irgendwann auseinanderfällt. Und erstens würde ich sagen, Umkehr funktioniert nur gemeinsam. Umkehr kannst du nicht als Einzelner irgendwie hinkriegen. Vor allem jetzt, wenn du so eine Predigt gehört hast wie letzten Sonntag, vielleicht denkst du, ja, zum 150. Mal habe ich sowas gehört und Micha hat Sachen angesprochen und ich habe es aber irgendwie schon aufgegeben. Und wie soll ich es hinkriegen? Ich glaube, wir brauchen uns gegenseitig und wir müssen verstehen, dass Umkehr niemals eine Sache ist von nur dem und nur dem und nur dieser Schwester und nur jener Schwester, sondern wir sind immer alle in einem Boot und jeder muss umkehren, sein ganzes Leben lang. Und ihr habt es schon so oft gehört, ja sicher kommen vielleicht bei dem einen oder bei dem anderen mal mehr Sachen raus, aber wir müssen uns gegenseitig helfen. Der Roman hat einen sehr interessanten Gedanken angesprochen. Er hat gesagt, okay, vielleicht ist auch unser Verständnis von Umkehr noch nicht ganz da. Was man beobachten kann oder was ich bei mir selber beobachtet habe, das ist, ja, ich möchte irgendwie einfach ein Leben leben, an dem man nicht mehr so viel aussetzen kann. Ich möchte ein Leben leben, an dem man nicht mehr so viel rumkritteln kann. Weil erstens habe ich es nicht gern, wenn Menschen mich kritisieren, weil das tut weh. Und zweitens, ja, ich möchte irgendwie auch ein vorbildliches Leben leben, damit die Menschen in der Welt, die Gott nicht kennen, damit die nichts haben, worüber sie lästern können und sagen, hey, guck mal, also so ein Christ, also dann scheint es ja mit dem Glauben nicht besonders toll zu sein oder dieser Glaube ist dann auch nicht attraktiv für mich. Naja, und dann bemüht man sich, ein Leben aufzubauen und gut in seinem Beruf zu sein und nett zu sein und zu seinen Kindern irgendwie nett zu sein. Und ja, aber Umkehr ist noch viel mehr. Roman wird darüber nochmal predigen. Es geht darum, wirklich zu werden wie Jesus, weil Jesus ist nochmal ganz anders. Jesus hat wirklich gebrannt für seine Geschöpfe und gebrannt für andere Menschen und gebrannt für die Ehre Gottes und hat sich selber auch echt verbrannt und hatte, glaube ich, keine Angst davor, was mit ihm passiert, wenn er ergriffen wird von der Liebe Gottes. Na, wenn er sagt, der Eifer für dein Haus wird mich fressen. Und ich meine jetzt nicht der Eifer fürs Putzteam oder sowas oder keine Ahnung, also diese Orga-Sachen, ja, die gibt es auch, aber überhaupt der Eifer, den man zum Beispiel sieht bei diesem alten Menschen Simeon, der wirklich sein ganzes Leben lang gehofft hat, der in einem unterdrückten Volk gelebt hat, der wirklich zutiefst sich gewünscht hat, diesen Messias noch mit eigenen Augen zu sehen und von Gott dann dieses Versprechen bekommt, hey, du wirst ihn tatsächlich kennenlernen. Und Paulus schreibt was Ähnliches. Er sagt, hey, ich möchte Jesus Christus erkennen. Ich möchte mit ihm verbunden sein, in seinen Leiden, in allem, was ihn ausmacht, charakterlich. Und mein
Verständnis von Umkehr ist viel zu sehr noch, okay, ich soll das nicht mehr machen und ich soll das nicht mehr machen und ich soll das nicht mehr machen. Und es geht aber um was ganz was anderes. Es geht darum, wirklich komplett verwandelt zu werden, charakterlich zu werden. Und es kommt halt dann immer dann, wenn verschiedene Umstände zusammenkommen, das kennst du selber, da kommst du vielleicht an den Punkt, wo du dann irgendwie, wo du dann explodierst oder wo du ausflippst oder dir die Hutschnur platzt oder du, was weiß ich, an den Kühlschrank gehst oder dir sonst was reinziehst. Und das passiert aus einem Grund, weil wir wahrscheinlich, ich sage jetzt wir, das, weil ich und vielleicht du auch, einfach noch in einer Einstellung leben, wo wir das Gefühl haben, ja, ich habe jetzt ein Recht darauf, frustriert zu sein. Ich habe jetzt ein Recht darauf, enttäuscht zu sein. Ich habe jetzt ein Recht darauf, mich zu beschweren, weil eigentlich steht mir das und das und das im Leben zu. Und das ist der Grund, warum wir, wenn bestimmte Umstände wiederkommen, warum wir dann immer, ja, wie soll ich sagen, da fliegt uns irgendwie die Sicherung raus. Und das war dem Roman sehr wichtig und er wird nochmal drüber sprechen. Jesus hatte das nicht. Jesus hatte das nicht. Jesus hat sein ganzes Leben wirklich in den Dienst gestellt, dem Willen seines Vaters zu tun, sich selber hinzugeben als Opfer. Und er hatte einen Plan, wie er das tun würde. Und er war kein Opfer. Er war ein freiwilliges Opfer. Und ich glaube, wenn wir so rangehen, dann können wir auch alle Schwierigkeiten erdulden. Wenn wir immer wieder, Jesus ist nicht gezwungen worden, es zu tun, er hat es freiwillig getan. Ich will nicht zu viel darüber reden, weil sonst verzettel ich mich wieder wie beim letzten Mal. Über Einheit haben wir schon geredet. Gemeinsame Umkehr braucht wirklich Einheit. Wir sitzen in einem Boot und wir müssen uns gegenseitig helfen, umzukehren. Und wir haben in den letzten Jahren viel darüber gehört, hey, umdenken. Unsere Gedanken bestimmen unsere Gefühle und unsere Gefühle führen zu bestimmten Handlungen. Manchmal sind aber Menschen so traumatisiert, dass das vielleicht nicht ganz ausreicht. Es gibt Menschen, die haben so schlimme Sachen erlebt, dass das nicht ganz reicht zu sagen, hey, du musst einfach anders denken und dann zack, zack. Ich denke, das ist immer die Grundvoraussetzung, umzudenken. Ohne das geht es nicht. Aber was es manchmal auch braucht, es ist vielleicht ein Stück mehr Trost. Ich finde es interessant, dass Jesus ausgerechnet als Mensch auf die Erde gekommen ist und Menschen wirklich berührt hat und angefasst hat. Und was man mehr und mehr so rausfindet, das ist, wenn Menschen traumatisiert sind, dann sitzt das wirklich in ihren Knochen, also oder in ihrem Körper. Der Körper hat ein Gedächtnis. Der Körper hat eine Fähigkeit, deine schlimmen Erlebnisse irgendwie zu speichern. Ihr kennt es sicher auf die eine oder andere Art und Weise. Mir geht es oft so, wenn ich jemand sehe, der irgendwie ausrutscht und hinfällt, dann zieht es bei mir hinten im Steiß alles zusammen. Und es kommt daher, dass ich selber schon so oft ausgerutscht und hingefallen bin. Und das sitzt in unseren Knochen drin. Und ich glaube, Gott weiß sehr, sehr, sehr gut, dass Worte manchmal nicht ausreichen. Dass eine Aufforderung, eine Ermahnung manchmal nicht ausreicht. Und ich glaube, das ist vielleicht eins der Versäumnisse unserer Vergangenheit, dass wir
oft sehr stark mit Worten versucht haben, uns zur Umkehr zu bewegen und dass aber vielleicht auch da, wo es Trost gebraucht hätte, dass da manchmal vielleicht zu wenig war. Und deswegen schreibe ich hier, Umkehr braucht Nähe und Trost. Ich lese euch das mal vor. Siehe, zwei Blinde saßen am Wege, und als sie hörten, dass Jesus vorüberging, da schrien sie und sprachen, ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich unser. Aber das Volk fuhr sie an, dass sie schweigen sollten. Doch sie schrien noch viel mehr und sprachen, ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich unser. Jesus aber blieb stehen und rief sie und sprach, was wollt ihr, dass ich für euch tun soll? Sie sprachen zu ihm, Herr, wir wollen, dass unsere Augen aufgetan werden. Und es jammerte Jesus und er berührte ihre Augen. Und sogleich wurden sie sehend und sie folgten ihm nach. Und über dieses Berühren muss ich letzte Woche viel nachdenken. Ich bin in der U-Bahn da entlang gekommen und da sitzt immer eine obdachlose Frau. Und so am Eingang zu U5, Stachus und du riechst es schon, wenn du 10 Meter weit bist, entfernt. Und ich dachte mir so, boah, hätte ich die Bereitschaft und die Kraft hinzugehen und so jemanden mal zu drücken, so wie Jesus hingegangen ist zu diesen Aussätzigen, und den Aussätzigen die Hände aufgelegt hat. Ich glaube, dass sowas unglaublich viel Kraft hat, diese Nähe zu geben, wenn manchmal hilft nichts mehr anderes. Und ich glaube, das hilft auch, jemanden aufzuschließen wieder. Es gibt Situationen, wo Geschwister sich vielleicht auch vergraben haben, weil sie... Also ich kann mich an Situationen erinnern, wo Leute echt so gegrillt wurden, ne? Nachdem sie eine Sünde bekannt hatten. Und wo du seitdem nie wieder was gehört hast von Offenheit oder so. Und du spürst es auch, wenn Leute rumrennen mit diesem Schild so, bitte sprich mich nicht an auf das Thema, keine Ahnung. Name it, Unreinheit, Überfressen, was weiß ich. Und das passiert, wenn wir Leute, glaube ich, zu schnell grillen. Und Jesus hatte das total drauf. Diese Mischung aus wirklich, hey, kehr um und gleichzeitig Trost zu geben. Und ich glaube, ohne Umkehr geht es niemals. Aber ich glaube, manchmal braucht es auch eine Portion mehr Trost und Nähe. Und das Dritte ist Beharrlichkeit. Ich habe ja was Griechisches hingeschrieben, Hypomonä. Und das kommt von Hypo heißt unter. Und Monä, das kommt von Mainain. Mainain heißt bleiben. Und zusammen heißt es drunter bleiben. Und das Bild, was mir da in den Sinn kommt, das ist, wenn du als Arbeiter unterwegs bist und da werden irgendwelche Säcke verladen zum Beispiel und jeder muss was tragen, ne? Und dann kriegst du deinen Sack aufgeladen und trägst diesen Sack. Oder du trägst gemeinsam irgendwas. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal zusammen Klavier runtergetragen habt, irgendwie beim Umzug. Und wenn es dir zu schwer wird, dann stehst du vor der Wahl. Okay, lasse ich jetzt los, weil ich sage, jetzt wird es mir zu viel. Oder bleibe ich unter der Last? Oder schmeiße ich meinen Sack ab? Und das ist eine Sache, die beim Fußball immer erwähnt wurde letzte Woche. Ne? Die deutsche Mannschaft hat es nicht geschafft, sozusagen das Spiel durchwegs
zu prägen, sondern da waren da mal so 20 Minuten dabei, wo sie sich irgendwie so, zurückgelehnt, losgelassen haben irgendwie und da, peng, da passieren dann die Sachen. Und mal schauen, das kommt noch. Ich habe Geduld in Klammern geschrieben, weil Geduld ist, so ein bisschen, Geduld hat viel mit Aushalten von Sachen zu tun und mit lange Warten. Beharrlichkeit finde ich besser, weil Beharrlichkeit auch ausdrückt, dass du da ein Ziel vor Augen hast. Du bleibst unter der Last, weil da vorne was kommt oder weil du dir was vorgenommen hast, weil du dein Projekt auch zu Ende bringen möchtest. Gott bringt seine Sachen zu Ende. Gott bringt seine Vorhaben zu Ende. Gott ist jemand, der was verspricht und der hält so lange aus, bis es vollendet ist. Seine Schöpfung. Der ganze Plan, nachdem er die Menschen retten will, das ist ein klares Beispiel dafür, wo Gott seine Sachen zu Ende bringt. Und ich glaube, das ist, wo wir uns auch ein Beispiel nehmen müssen, unsere Sache zu Ende zu bringen. Das kann alles Mögliche sein. Das kann für dich sein, ein Herzenswunsch, wo du sagst, ich möchte diese oder jene Sache überwinden. Das kann sein, ein Projekt, von dem du weißt, dass es gut ist, für dich, für andere, für die Gemeinde zum Beispiel. Ich glaube, es gibt viele Projekte, die auch so ein bisschen unterbrochen wurden, zum Beispiel von der Covid-Pandemie. Projekte, die wir in der Gemeinde hatten. Und das richtet sich wirklich an alle. Auch wenn du zum Beispiel Gemeinderat, Gemeindeleiter, was weiß ich. Überleg mal, welche Projekte sind bei mir irgendwie liegen geblieben. Was habe ich schleifen lassen? Und ich glaube, es ehrt Gott, wenn wir Dinge zu Ende bringen. Bei mir im Dorf, da gab es einen, ich sage jetzt mal, das war der Schorsch. Und der Schorsch hat 1979 ein Haus gebaut. Und irgendwie, als wir Kinder waren, dann stand dann irgendwie halt irgendwann noch die Betonmaschine vor der Tür und die Wand war nicht gestrichen und so weiter. Und Anfang 2000 sah es noch genauso aus. Da stand immer noch die Betonmaschine vor der Tür, der Hof war nicht geschottert, da war die Auffahrt nicht gemacht, die Wand war nicht gestrichen. Und das ist so ein Beispiel dafür, auch die Leute haben sich das Maul zerrissen drüber, ne? Weil es hat schrecklich ausgesehen. Weil der Schorsch einfach, der hat es einfach nicht fertig gekriegt. Der hat am Anfang wahnsinnig viel Kraft reingesteckt und so und ganz viel selber gemacht, aber er hat es nicht fertig gekriegt und ist in der Depression versackt und es hat einfach furchtbar ausgeschaut. Und irgendwann ist es dann verkauft worden und der Schorsch ist dann gestorben und die ganze Familie war zerbrochen, alles im Eimer. Und ich will nicht, dass es mit uns so endet. Und ihr selber wollt nicht, dass es mit euch so endet. Dass euer Lebensprojekt irgendwie so endet, dass dann irgendwie das halb fertig ist. Sprüche 16. Ein Geduldiger ist besser als ein Starker. Und wer sich selbst beherrscht, ist besser als einer, der ganze Städte einnimmt. Und das ist das viel Kostbarere, wenn du durchhältst, wenn du wirklich beharrst bis zum Ende. Und du kannst dein Leben irgendwie gestalten wie so ein Strohfeuer, wo es einmal ganz, ganz heiß wird und dann ist alles weg
und das Haus ist auch noch verbrannt nebenbei, oder du kannst dein Leben so gestalten, dass du sagst, hey, ich bleibe dran, ich will, dass das Feuer nicht ausgeht bis zum Schluss. Und ich glaube, wir haben noch, uns hängt immer noch ein bisschen hinterher, dass wir vielleicht am Anfang sehr, sehr, sehr viel reingeballert haben. Und jetzt ist die Gefahr, dass uns das Holz ausgeht oder das Öl ausgeht. Und ich glaube, Gott weiß das aber. Gott weiß, was ihr alles getan habt als junge Christen, was ich vor 20, 25, 30, 40 Jahren, Gott hat es nicht vergessen. Gott hat es nicht vergessen und Gott wird euch mit dem nötigen Brennstoff auch weiterhin versorgen, sodass ihr bis ans Ende durchhalten könnt. Hebräer 10, 35. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig. Und das ist nicht nur die Geduld, Sachen zu ertragen, sondern das ist diese Hypomonä, diese Fähigkeit, unter der Last zu bleiben, auch wenn es gerade mal nicht läuft und wenn du siehst, dass es hunderte Baustellen gibt in der Gemeinde und in deinem eigenen Leben. Auf dass ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Denn nur noch eine kleine Weile, so wird der kommen, der da kommen soll. Und er wird nicht lange ausbleiben. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele kein Gefallen ihm. Wir aber sind nicht solche, die zurückweichen und verdammt werden, sondern solche, die glauben und die Seele erretten. Und ich möchte, dass ihr, wenn ihr nach Hause geht, dass ihr euer Versprechen erneuert. Ich will nicht zu denen gehören, die rausfliegen. Ich werde durchhalten. Ich kann mich erinnern an die Zeit im Internat. Ich bin mit 10 Jahren ins Internat gekommen und es hat immer nur ein paar Wochen gedauert und dann wurde wieder einer von seinen Eltern abgeholt. Und dann hieß es, ja, das war nichts für einen Pauli. Irgendwie war es nichts für ihn. Und ich habe mir innen drin, ich habe gesagt, ich werde nicht abgeholt. Ich werde nicht zu denen gehören, die eines Tages abgeholt werden und dann so wie so ein toter Krieger auf dem Schild nach Hause getragen werden. Ich habe gesagt, ich will das nicht. Ich will das nicht. Und ich bitte euch, dass ihr diesen Wunsch und dieses Vorhaben für euch persönlich erneuert, Gott bis zum Ende treu zu bleiben und zu tun, was es dazu braucht. Die dritte Stelle lasse ich weg. Nochmal zur Wiederholung. Umkehr braucht Einheit. Umkehr braucht Nähe und Umkehr braucht Beharrlichkeit. Einheit, ja, mit wem? Frag dich mal selber, okay, wo muss ich Einheit suchen? Wo muss ich aktiv dran arbeiten? Wer wäre ein guter Partner für meine Umkehr? Gibt es jemand, bei dem du dich sicher fühlst? Mit deiner Leiche im Keller, die du vielleicht am liebsten nicht anfassen würdest, mit deinem Thema. Aber vielleicht auch, mit wem muss ich mich versöhnen? Umkehr braucht Nähe, aber lasse ich echte Nähe noch zu? Oder habe ich dieses Schild vielleicht so, hey, bitte sprich mich nicht an auf zu tiefe Themen. Ich sehe das Schild schon hin und wieder und ich wünsche mir, dass wir diese Schilder wieder wegtun und uns echt öffnen und dass wir darauf vertrauen, dass wir beim nächsten Mal nicht gegrillt werden.
oder auf dem heißen Stuhl sitzen oder so, sondern uns verletzlich machen. Und Beharrlichkeit ist wichtig für die Umkehr. Und zwar im Sinne von, okay, welche Sachen muss ich vielleicht tatsächlich aushalten? Weil dass das Leben kein Zuckerschlecken ist, das weißt du, wenn du erwachsen bist. Oft ist das Leben sogar echt eigentlich sowas wie eine Katastrophe. Es fühlt sich manchmal an wie eine Katastrophe. Und manchmal braucht es einfach diesen langen Atem zu sagen, okay, es kommen wieder bessere Zeiten. Aber Beharrlichkeit eben auch mit Sachen, wo ich wirklich, ja, was habe ich liegen lassen? Wo bin ich gescheitert? Wo habe ich eigentlich keinen Bock mehr? Wo hat sich mein Herz so verhärtet, dass ich eigentlich ums Verrecken nicht mehr drüber sprechen möchte? Und Gott ermutigt uns, dass wir diese losen Enden wieder aufnehmen. Dass wir dieses, was weiß ich, ja, das zerbrochene Geschirr wieder hochnehmen und wieder kleben lassen. Oder das aufgegebene Projekt nochmal angehen. Die zerbrochene Freundschaft wieder aufnehmen. Wieder anzuknüpfen. Und unterm Strich einfach wirklich die Frage, was für ein Jünger möchte ich sein? Möchte ich ein Jünger sein, der stecken geblieben ist? Oder möchte ich zu den Jüngern gehören, die es durchgezogen haben? Der Erwin hat mal so einen tollen Vergleich irgendwie gebracht. Jetzt kommt bayerisch für Einsteiger. O Scheidel, allor brennt nicht. Ein Holzscheit alleine brennt nicht. Und jeder von euch, der schon mal ein Feuer angezündet hat, der weiß, das stimmt. Es stimmt. Versuch mal, so einen dicken Holzklumpen anzuzünden, irgendwie, und du kannst noch so viel Anzünder oder irgendwie was daneben legen. Das funktioniert nicht. Witzigerweise, also jetzt, wir haben ganz lange die Gasheizung ausgelassen. Wir haben tatsächlich so einen Kaminofen im Wohnzimmer. Und wenn du, ich sagte ja, und der Malise, leg gleich, wenn's ausgeht, leg zwei Scheitel rein. Leg zwei Holzstücke rein, sonst geht es irgendwann aus. Und die müssen sich nämlich gegenseitig am Brennen halten. Und das ist, was wir brauchen. Wenn wir jetzt über Umkehr sprechen, dann müssen wir uns gegenseitig helfen. Wir müssen uns gegenseitig diese Wärme auch spenden und aber auch diese Hitze, und damit es nicht verlöscht. Wir müssen uns gegenseitig helfen. Und ich möchte mit euch in dem Sinn jetzt das Abendmahl feiern, dass wir wissen, wir brauchen keinen Sündenbock für Dinge, die schieflaufen. Wir müssen uns nicht gegenseitig anklagen, weil Jesus selber hat gesagt, ich werde der Sündenbock sein und ihr könnt mir eure Schuld aufladen. Und hat das Abendmahl gefeiert mit seinen Jüngern und hat gesagt, hey, wenn ihr das tut, tut es zum Andenken an mich. Das Brot ist mein Fleisch, das für euch geopfert worden ist. Und der Wein, das ist mein Blut. Und wenn ihr mein Fleisch esst, dann werdet ihr Anteil an mir haben und Kraft haben und Leben. Und das Blut wird euch reinwaschen von euren Sünden. Und mehr möchte ich jetzt nicht sagen. Ich möchte noch beten dazu. Und da möchte ich...